Ja, hallo liebe Zuschauer, Let's Play Civilization 5 geht auch schon in die nächste Runde. Was haben wir heute vor? In der letzten Folge erwähnt. Wir haben hier Truppen konzentriert. Vor zwei oder drei Folgen haben uns ja alle Nationen den Krieg erklärt. Also wir haben nicht mal angefangen, wir verteidigen uns nur, gehen aber jetzt auch gleichzeitig in die Offensive. Ist dann vielleicht schon wieder ein bisschen mehr als Verteidigung, aber nützt ja nichts. Das machen wir auf jeden Fall hier und wir versuchen dann auch hier unten irgendwie mit Landungstruppen anzukommen und uns hier ein bisschen zu sichern. Dann haben wir nämlich einmal Uran gesichert. Die haben zwar auch immer noch mal Uran mehr, aber das ist überschaubar. Wir würden noch ein Aluminium dazu kriegen, was ich eigentlich gut gebrauchen könnte. Und eben Gold. Gold haben wir noch gar nicht. Gleiches Spiel hier oben. Perlen haben wir noch gar nicht, wollen wir uns holen. Also die Stadt steht noch auf der Liste. Dafür haben wir ein Schlachtschiff hier hingeschickt, was denn zur Unterstützung kommt. Und wir werden eben hier mit den Panzern und den Raketenartillerie auch dann hier hochfahren. Mit den Panzer, die müssen sich noch beide ein bisschen erholen. Wird nächste Runde ein Stück vorangeschritten sein und mit dem wollen wir dann eigentlich St. Petersburg erobern. Eigentlich will ich immer nur einen Panzer brauchen pro Stadt. Mal gucken, ob es klappt. Wir gehen in die nächste Runde. Und ganz noch nicht ganz, wir haben hier noch eine Einheit, die wir hier zur Verteidigung haben. Das ist mal in Bereitschaft. So, der Panzer ist angekommen hier, schon mal gut. Musste ich aber noch ein bisschen ausruhen. Ich muss erst den feindlichen Zerstörer hier aus dem Weg räumen. Also jetzt war es das für 1999 und die 419. Runde. Gold sind wir leider nicht so gut bestückt. Zufriedenheit sind wir auch nicht mehr so gut bestückt. Ich denke mal, einige sind aber auch unzufrieden wegen Krieg oder so, kann ich mir vorstellen, oder? Durch die Anzerstellung, da weiß ich nicht. Oh, hier können wir. Oh, verlieren wir. Ja. Oder nicht ganz. Da haben wir aber Glück gehabt, trotz die Schotten. Wir haben die Einheit nicht verloren. Ach. Ja, da traut ihr euch was, ne? Push, weg sind sie. So, nächste Runde. Wir schreiben das Jahr 2000 und das Jahr 2000 wird sehr ereignisreich werden. Bis zur Heilung verschanzen. Noch flüchtet er vor uns. Ich hoffe, ich kann dann noch einmal schießen. Von hier reicht es noch nicht. Nein, kann man nicht. Ach, Mist, ne? So auch noch nicht, weil da fahren wir ein bisschen näher ran, können wir besser schießen. Sehr schön. Versenkt. Treffer. Schiffe versenken. Wir spielen Schiffe versenken. Achso, du fährst doch hier nicht irgendwie weiter oder was? Was hast du vor? Du musst erstmal hier ein bisschen nichts tun. Was denkt er sich denn hier einfach? So, Stimmungswechselmodus. So weit können wir eh nicht angreifen. Dann kommen wir bis hier. Machen wir wieder so einen Zwischenstopp. Den ziehen wir ganz schnell nach München. Ja, die haben ja irgendwie wenig zu tun. Da haben wir Infanterie, da haben wir Infanterie. Damit werden die ein bisschen beschäftigt sein. Aber dann haben wir die Bomber, die kommen dann zur Unterstützung. Und hoffen wir, dass aus Moskau keine große Verteidigung auf uns zukommt. Infanterie, die kann uns ja eigentlich nichts, ne? St. Petersburg hat einen Flugzeugträger da in der Stadt. Nein, wir greifen die Stadt an. Wir setzen jetzt alles erstmal da auf St. Petersburg. St. Petersburg. Das war aber erst der erste. Jetzt kommt hier der nächste. Der fährt auch direkt vor. Fernangriff. Ja, ist ja nicht so fern, ist nah dran, ich weiß. Ja, immerhin. Weiß gar nicht, kann man mit U-Booten auch Städte angreifen? Naja, hätten wir wahrscheinlich auch Raketen oder so drin gebraucht, kann ich mir vorstellen. Da gucken wir hier mal so ein bisschen weiter, was sich hier so verbirgt. Und dem kommen wir ja zumindest bis hier. Das reicht auch. Ja, sollen wir noch einen näher fahren? So, auch nicht so schlecht.
den einen vor. Können wir nicht hier angreifen? Da steht nämlich eine Infanterieeinheit. Was sind das? Fallschirmjäger. Okay. So, haben wir die schon mal gut dezimiert. Den rücken wir auch vor. Dann kann man noch einen vorrücken. Das ist ein bisschen lahm. Lame Duck. So. Wir sind noch nicht fertig mit den Schiffen. Der kann auch nach vorne. Und hier angreifen. So, St. Petersburg. Ist schon mal ein ganzes Stück runter. Jetzt haben wir hier noch ein U-Boot. Ziehen wir mal hinterher, indem wir den Flugzeugträger jetzt auch hier hin versetzen. Und mit den Düsenjägern. Düsenjäger 1, Befehl der Einheit, das Gebiet von Luft- und Bodeneinheiten zu säubern. Ach, wir machen einfach mal direkt einen Angriffsmodus. Hoffen wir, dass unser Flugzeug das gut übersteht. Er hat relativ gut überstanden. Nicht unsere beste Stunde. Die Schlacht hat sich nicht zu unseren Gunsten entwickelt. Mit etwas ausführlicher Planung können wir den Ruhm und das Schlachtfeld vielleicht zurückgewinnen. Hä? Verwenden von RF stets Kampfvorschau. Wo funktioniert Kampfvorschau? Ich habe doch gesehen. Er hat nicht so viel gebracht, das fand er wohl nicht so gut. So, wir wollen ja den hier nicht vergessen. Hm, haben wir gar keinen Platz mehr hier, ne? Schade. Da fehlt so ein bisschen am Platz, muss ich ja mal gestehen. So, dann nochmal weiter gucken. Noch einen Düsenjäger verwenden können. Luftsäubern für die Einheit das Gebiet von Luft- und Bodeneinheiten zu säubern und so den Weg fortdingsen. So, dann haben wir noch einen Düsenjäger. Der macht das gleiche und zwar hier. So, unsere Bomber. Ne, wir machen erstmal die Lenkraketen. Also wir müssen ein bisschen die Bodentruppen hier entfernen. Noch gar nicht gereicht. Mit dem kommen wir nicht schnell in die Nähe. Bleibt mal hier in Bereitschaft. Schlachtschiff muss erstmal sichern, also hier erstmal heilen. Der muss auch ein ganz bisschen heilen. Und der kann versenken. Klappt. Hervorragend. So, mit dem wollen wir jetzt aber nicht alleine darüber fahren. Das U-Boot bleibt hinter den Flugzeugträgern. Ein bisschen als Schutz. Der Flugzeugträger bleibt auch hier. So, dann haben wir in Leipzig. Zurück zur Karte. Noch ein paar Lenkraketen. Und zwar, da kann man mal direkt auf St. Petersburg nochmal einfeuern. Hat gut was geschafft, ganz klar. Nee, ich muss hier oben anklicken. Wir haben ja noch zwei Lenkraketen mehr. So. Ja, die ist abgefangen worden, hat nicht so viel gebracht. Eine haben wir noch. Hauen wir auch raus. Die ist nicht abgefangen worden, ist durchgekommen. Wie man sieht, St. Petersburg ist schon ganz schön am Boden. Und das in nur einer Angriffsrunde. So, was machen wir jetzt? Wir werden mit den Bombern noch versuchen, so ein bisschen hier die Landeinheiten zu schwächen. Dass die uns nicht hier gleich angreifen können. So, mit dem Panzer ziehen wir gleich vor, damit wir ein bisschen mehr sehen. Was ist das? Artillerie. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Die wollen wir nicht unbedingt abbekommen. So, bis hier rücken wir vor. Neue Lenkrakete. Müssen wir, wie gesagt, immer über Umwege hin rüberbringen. Nur mit einem Zwischenstopp. Okay.
Okay, versenken will ich mal schnell. Warte, keine Sorge, kriegen wir hin. Ja. Das war nicht so der Gegner. Ihr bleibt hier mal. Oh. Gleich angreifen. So. Von wegen keine Strategie. Also was sagt ihr denn eigentlich so? Wie findet ihr denn meine Strategie bisher? Ganz gut? Nicht so gut? Was hättet ihr anders gemacht? Was meint ihr, hätte man besser machen können bisher? Ich habe immer noch kein Gold. Ich würde die gerne updaten. Ja, als Tarnkappenbomber würde es ja viel mehr Durchschlagskraft bringen. Aber wir können das einfach noch abteilen. Wir haben keine finanziellen Möglichkeiten. So, und St. Petersburg jetzt schon Rest geben, macht noch keinen Sinn. Wir müssen die Einheiten rundherum noch ein bisschen schwächen. Ja, wir müssen es nicht, aber es macht auf jeden Fall Sinn. Und dann müssen auf jeden Fall, wie ich gerade gesehen habe, glaube ich, die Bomber erstmal ein bisschen wieder erholen. So, was haben wir hier? Ein Bomber haben wir noch. Der kann hier auf die Artillerie gehen, oder? Oder auf die Fallschirmjäger. Echt die stärkste Einheit, die hier oben, aber die sind auch nicht so schnell, glaube ich, oder? Doch, wir greifen einfach nicht falsch an. So, rot, naja, noch grün, gelb, rot. War nicht so schlecht, unsere erste Runde. Muss ich mal so behaupten. Berlin. Was könnten wir da noch brauchen? Wir haben immer noch kein Aluminium. Ich will gerne einen Bautrupp. Ja, bau doch einen Bautrupp. Kann ja nicht schaden, ne? Lenkrakete. In Frankfurt fertig. Machen wir gleich die nächste. So. Jetzt gucken wir mal kurz hier. Da drüben haben wir jetzt 1, 2, da ist ja noch ein Schiff, das heilt sich, das dauert noch ein paar Runden. Dann kommen die Einheiten, die nehmen wir mit. 4, 5 Einheiten. Hier sind eine Menge Schiffe, die gerade heilen. Sind alle leicht angeditscht. Nützt aber nichts, wir müssen uns die Zeit nehmen, dass die sich ein bisschen ausruhen können und heilen können. So, Vladivostok, auch das ist eine sehr interessante Stadt. Der braucht ja leider noch ein bisschen. Was ist das denn hier? Jetzt bin ich eins zu weit vorgerückt. Also sehen wir schon mal, Vladivostok werden wir in dieser Runde noch nicht erreichen. Das machen wir erst nächste Runde. Oder übernächste vielleicht sogar erst. Dann haben wir nämlich Schlachtschiff. Dann haben wir alles da. Dann können wir mit denen hochrücken. Ich weiß nicht, den Panzer ziehen wir nach. Die sind ja auch fast vollständig erholt. Wir brauchen hier zumindest neue Verschanzen. Angriff. Ach Mist. Zugmodus? Naja, bleib mal da. Bleib doch einfach mal da. Das gefällt uns doch gut. Die Infanterie nehmen wir mal hier mit rüber. Einheit benötigt Befehle. Die Befehle, sich bis zur Haltung zu verschanzen. Gut. Das war das Jahr 2000, würde ich behaupten. Mehr können wir jetzt gerade hier nicht machen. Ich überlege, also wir werden von hier oben auf jeden Fall noch ein Schiff abziehen. Oder auch zwei, um unten bei der Stadt mit Gold schneller voranzukommen. Ja, jetzt war klar, wir werden bös gegen hier viele Gegenangriffe. Auch ein paar fiese Treffer. Aber die vorderste Fronteinheit ist nicht beschädigt. Wer ist er denn noch? So, das ist der. So, das sind wir. Gut. Puh.
So, die Einheit kann befördert werden. Dann machen wir eine Sofortheilung, oder? Ja, machen wir eine Sofortheilung. Können wir auch so weit schießen? Wir können auch so weit schießen. Wir müssten aber eigentlich mit dem erstmal die hier aus dem Weg räumen. Da haben wir schon wieder einen großen General. So, was kann der gegen Marineeinheiten am besten? Und dann direkt versenken. So. So geht versenken. Und danach muss er sich ein bisschen heilen. Ihr könnt ein bisschen ausruhen, ihr habt nichts zu tun. Und hier haben wir die neue Lenkrakete, die bereit ist, hier rüber geschifft zu werden. Berlin hat einen Bautrupp gebaut. Warum auch immer, baut jetzt nochmal wieder eine Lenkrakete oder Atombombe. Oder noch einen Panzer. Ja, wir können auch mal einen Panzernachschub brauchen, ne? Der kostet auch nur ein Öl. In Anführungsstrichen nur. So, gucken wir mal, dass wir hier die Bodeneinheiten weiter dezimieren. Das war nicht so gut. Also da brauchen wir viel zu viel, um diese bescheuerte Infanterieeinheit hier wegzukriegen. Die haben wahrscheinlich nicht so die Erfahrung gegen Landeinheiten. Hat aber, nein, das eine steht noch. Na gut. Einer hat überlebt. Ich weiß nicht, das bringt uns wahrscheinlich nichts. Und angreifen können wir von hier auch nicht. Wir müssen aber noch einen weiter. Und dann ist St. Petersburg ein Radius. So, wir haben noch den ersten wieder. Heile hergestellt, der kommt hier hin. Kuala Lumpur. Was haben die denn jetzt gebaut? Der Lenkrakete. Wir brauchen aber eigentlich drüben noch ein paar mehr Panzer. Kannst noch mal angreifen, ne? Danach muss er sich aber auch dringend erstmal heilen. So, die Einheit ist schon mal Geschichte. Jetzt haben wir hier immer noch diesen Fallschirmjäger. Oder den General. Ich fand den General fast wichtiger. Den haben wir sogar gleich getroffen und zerstört. Hervorragend. Hervorragend. Tempel. Na, ist auch noch nicht so viel, ne? Was macht der jetzt im Bankenmarkt? Wir haben ja kein Geld. Ihr müsst erstmal hier verweilen, nichts tun. Die sind auch, haben sich fertig geheilt, sammeln wir jetzt mal hier, damit die da dann rüber schiffen können, wenn auch der hier fertig geheilt ist. So, die kann dann wieder wässern. Wollten wir ja mitziehen. Hier wieder die Zwischenlagerung. Würde reichen, aber mit dem kommen wir immer noch nicht an. So. Ja, wir wollen St. Petersburg jetzt einnehmen. Das ist jetzt nichts, dafür müssen wir nochmal angreifen. Oh, fieser Treffer. Ich weiß nicht, ob schon reicht, um mit dem Panzer einzumarschieren. Guck mal, wir haben noch mehr Bomber, die jetzt an der Reihe sind. Der hat noch grün. Grün ist gut. Grün sollte reichen, ohne dass er vom Himmel geholt wird, weil wir dürfen uns keinen Verlust leisten. Und ein Flugzeug haben wir bisher zum Glück auch noch nicht verloren. So, also mehr können wir hier nicht rausholen. Wir marschieren jetzt in St. Petersburg ein, glaube ich. Ja, machen wir. Mit dem
werden wir hier angreifen. Die Fallschirmjäger weiter. Ach nee, wir haben noch die Artillerie. Damit können wir aber eigentlich mal hier uns hier so ein bisschen durchschleichen. Und in Angriffsstellung gehen. So. Den Armbomber haben wir jetzt zum Fallschirmjäger gejagt. Machen wir so. Aber auch keinen großen Verlust bei. Und die Anhöhen gehören uns. Was habt ihr jetzt davon? So, machen wir mal. Können wir hier im Wald oder hier? Das müsste reichen. Nochmal nachdenken? Nö, angreifen. Ich denke gar nicht nach. Wer hat uns denn zuerst den Krieg erklärt? Ich doch nicht. So, wir haben leider nichts gefunden oder was. So, statt einmal hier dann 203 Gold plündern. Yes, wir haben 203 Gold geplündert. Hervorragend. Was heißt das? Wir können in der nächsten Runde Bomber zu Tarnkappen. Bombern upgraden. Könnten wir auch jetzt hier schon machen mit den beiden, die wir hier stationiert haben. Weil hier werden wir auch irgendwie nicht angegriffen. Ich hätte gedacht, hier wäre mehr los. Und dieses Unterstützpunkt eigentlich hier rüber. Aber so weit will ich noch nicht. Dafür haben wir zu wenig in der Hinterhand an Einheiten, um jetzt an allen Fronten gleichzeitig zu kämpfen. Wir haben hier auf jeden Fall jetzt mal die erste Stadt erobert. Das geht dann hier weiter, hier oben mit der nächsten Stadt. Und diese gilt jetzt erstmal zu halten und raus aus der Unzufriedenheit zu bekommen. So, und hier ja, sammeln wir gerade Einheiten. Wir haben dann eben mit drei Zerstörern und einem Schlachtschiff werden wir da drüben dann in erster Front gehen und hinterher kommen vier Landeinheiten. Dann haben wir diese Stadt auch relativ schnell, kriegen Färbemittel und spätestens wenn wir die beiden Städte haben, haben wir auch Gold. Und die vielleicht noch, dann haben wir Uran und drei Gold. Wäre sehr wichtig für unsere Goldreserven. Sehr, sehr wichtig. So, Gerichtsgebäude ist immer das erste, was sie brauchen. Ich würde es ja gerne kaufen, aber wovon kaufen? Wovon sollen wir das kaufen? Das ist jetzt unser Land. Die Fallschirmjäger sind gut. Würde ich jetzt nicht unbedingt angreifen wollen. Ich glaube, ich verschanze mich erstmal oder ich versuche mich noch ein bisschen zu heilen. Der versucht sich auch ein bisschen zu heilen. Der Düsenjäger könnte hier noch angreifen. So, Moskau. Was haben wir denn hier? Ein Flugzeugträger. Und das mal nicht was für unsere U-Boote. Da ist noch ein Flugzeugträger. Yes. Perfektes U-Boot. Ich sag mal perfekt, aber es war auch echt ein super Treffer. So, du könntest ja noch viermal, aber brauchst du gar nicht. Du wartest jetzt hier. So, da haben wir nochmal Panzer. Die sind hier. Dann fahren wir da weiter. Die kann man hier hinfahren. Die kommen jetzt echt schon gut weit. Und auch ein Vorrücken. Oh, hier haben wir doch eine Menge Einheiten, die wir jetzt gerade entdeckt haben. Die sich wahrscheinlich gleich auf die beiden Panzer stürzen würden. Bau mal automatisch. Ich habe da keine Lust, mich jetzt um die Bautrupps zu kümmern. Echt nicht. Stellungswechselmodus. So, wie weit kommen wir denn? Können wir hier schon irgendwo? Können wir noch nicht. Dann gehen wir hier hin. 2001 nach Christi. Wir haben die erste Stadt erobert. Das ging doch schon mal ganz gut. Ohne nennenswerte Verluste, sage ich mal, sind wir hier vorangekommen. Wir haben natürlich eine Menge Einheiten, die, ich sag mal, angeditscht sind, ein bisschen Energie verloren haben. Insgesamt aber immer noch ganz gut dastehen. So, in der nächsten Runde werden wir dann diesem Trupp hier einfallen, die sozusagen nachziehen als Landeinheiten. Da müssen wir erstmal sehen, dass wir hier Flugabwehrgeschütz russisch wegkriegen. Infanterie, aber die Flugabwehrgeschütze kriegen wir dann auch relativ schnell weg.
Also wenn wir mit den Schiffen erstmal dahin fahren, die ein bisschen anditschen, also Flugabwehr macht uns nichts für die Panzer. Die Panzer können die, glaube ich, relativ leicht überrollen. Nur die Infanterieeinheiten müssten wir ein bisschen vorschädigen. Vermute ich mal so. So, mehr Einheiten haben wir hier nicht, die wir nachziehen können. Also wir haben echt nicht so viele Landeinheiten, wenn man jetzt hier sieht. Wir arbeiten hier mit nur 4 Panzern und 3 Raketenartillerien. So, Flugabwehrgeschütz kann man hier ein bisschen weiter in die Mitte. Ich kann mir auch keine Einheiten jetzt hier kaufen. Ich muss mal sehen, dass wir vielleicht nochmal was nachziehen. Und zwar vielleicht noch ein Panzer mehr. Nehmen wir mal diesen Panzer, den wir jetzt auch nochmal hier rüber fahren lassen. So. Und aktuell habe ich auch eigentlich keine Angst vor den anderen. Noch eine Raketenartillerie. Hier haben wir ja eine stehen, deswegen hier haben wir eine stehen und da haben wir noch einen Panzer. Also dachte ich, hier haben wir genug Schiffe. Da sind wir sicher. Also wir haben eine Menge Einheiten von den anderen auch schon vernichtet. Man muss das nochmal so angucken. Mittlerweile haben wir 411.000 Soldaten. Der Durchschnitt hat nur 316.000 und die Amerikaner haben 170.000. Wir haben 83 Millionen Bevölkerung. Der Durchschnitt hier liegt nur bei 34 und die schlechtesten sind mittlerweile die Russen mit 13 Millionen. Wir haben einen super Ernteertrag. Nur die Zustimmung in unserem Land ist die schlechteste. Also unser Land ist mit uns sehr unzufrieden. Ich weiß gar nicht warum. So schlecht sind wir doch eigentlich gar nicht. Wir bauen unsere ersten Tarnkappenbomber und wir werden in der nächsten Runde noch ein bisschen Gold über haben, dass wir auf jeden Fall 2 unserer Bomber, die hier in Leipzig stationiert sind, von den 3 zu Tarnkappenbombern umfunktionieren können und dann natürlich bessere Durchschlagskraft haben. Ich habe mir auch überlegt, dass wir dann vielleicht nochmal, ja, weiß nicht, von denen diese beiden Bomber, die derzeit hier ziemlich nutzlos rumstehen, sozusagen nach Dortmund verlegen, um von Dortmund zu versuchen, mit den Bombern auch hier Chartres, oder wie man es ausspricht, zu bekommen. Aber ich glaube, wir können die gar nicht so weit verlegen, oder? Mal kurz gucken. Könnten wir die bis nach Dortmund bekommen in einem Rutsch? Nein, können wir nicht. Wir können die nur zwischenlanden, aber genauso wenig könnten wir sie hier hinkriegen. Da das aber auch noch 2 Runden dauern wird, bevor unsere Einheiten hier alle wieder geheilt sind, machen wir das einfach mal. Wir landen in Hamburg zwischen. Na, habe ich jetzt nicht genommen. Bomber. So, Stellungswechselmodus. Erstmal nach Hamburg. Und du fliegst ihm hinterher. Gut. Nee, du fliegst ihm hinterher, habe ich doch gesagt. So. Aber das wollte ich eigentlich jetzt gar nicht mehr machen. Ich wollte mich jetzt eigentlich so langsam hier verabschieden für diese Aufnahmesession. Ich finde, das wird so langsam spannender hier. Ein bisschen mehr Action auf jeden Fall. Wir haben hier schon eine Stadt, wie gesagt, gewonnen. Kommen ganz gut voran. Wir müssen mal sehen, was uns hier noch so erwartet. An Gegenwehr. Wir haben ja einen Flugzeugträger gerade versenkt. Hier liegt noch ein Flugzeugträger. Hier haben wir noch Raketenartillerie. Noch mehr Raketenartillerie. Fallschirmjäger um Moskau herum. Wie gesagt, hier Flugabwehr und Infanterie, um die wir uns als nächstes kümmern müssen. Wir ziehen ein paar neue Einheiten hinterher, die wir drüben brauchen können. Und ja, wir werden dann eben auch mal sehen, was die anderen Nationen so machen, die uns den Krieg erklärt haben. Ob die uns nochmal kräftig angreifen oder ob wir mit dem, was wir sozusagen bisher zurückgeschlagen haben, also viele Einheiten zerstört, ich weiß gar nicht, kann man es irgendwo sehen? Siegfortschritt? Nein, kann man auch nicht sehen. Oder Wirtschaftsübersicht, Demografie, Diplomatie, Benachrichtigung, Militärübersicht vielleicht. Grundversorgung, steht für Grundversorgung, Verwendung, Versorgung, Fortschritt großer General. Deutscher Panzer in Stadt stationiert, da sehen wir immer mit Erfahrungspunkten und wie gut die sind. Modernisierung bauen automatisch, was die Bautrupps so machen.
Aber diesen Graphen sozusagen, den wird, glaube ich, immer erst am Ende von Civilization eingeblendet. Gucken wir uns dann an, wenn es soweit ist. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen und hoffe, ihr schaut dann auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann!